Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Harry Potter Jahre 1 bis 4 auf der Switch. Und wir machen direkt weiter mit der Geschichte. In der letzten Folge haben wir das erste Mal die Todesser gesehen. Und jetzt geht's wieder zurück zu Hogwarts. Hier, wer kommt da denn? Hat ein bisschen was von Fluch der Karibik. So, es geht ja jetzt um die Spiele. Sozusagen die Spiele, wer der Beste, ja, wer der Beste überhaupt ist in, also von den Schulen, ein schulisches Ermessen, Wettkampf wird gemacht. Diesmal kommt auch Viktor Krumm, der ist dabei. Und natürlich kommen auch die Fleurs, die ganz hübschen Frauen. Das Trimagische Turnier. Mal sehen, wer dort alles mitmachen soll. Wir wissen es ja schon. Man muss ein bestimmtes Alter haben, um damit machen zu dürfen. Hat nicht jeder. So. Wir folgen mal dem kopflosen Nick. Was ist hier denn? Noch irgendwas bauen? Aber machen wir jetzt nicht. Wir folgen jetzt mal dem Heini hier. Und können wir das noch schnell mal da hinten in den Kessel werfen. Dann finden wir ja mal alle anderen Zutaten auch und dann können wir das Ding fertig machen. So. Hier durch. Das ist immer ganz gut. Ich glaube, man wäre echt aufgeschmissen, hätte man den kopflosen Nick nicht. Dann würde man, glaube ich, vieles nicht schaffen. Glaube ich einfach mal. Eieieiei. Das ist ja mal ärgerlich. So, das Ganze ist ja abgestürzt. Wir probieren es jetzt gleich nochmal. Ich habe mal kurz geschnitten, damit wir direkt anfangen können. Und weiter geht's. Hoffentlich klappt es jetzt mit der Cutscene. So, es geht wieder los. Wir können es jetzt... Wir lernen ein neues Getränk. Behaupte ich mal. Jetzt müssen wir die Zutaten finden. Also hier drin sehe ich schon mal eine Banane. Wir holen uns gleich mal. So, das ist gerade eben abgekackt. Wieder mal. Ich weiß nicht warum. Funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Und das ist ein bisschen langweilig. Machen wir es dann einmal hier. So, Probe fliegt raus. Gehen wir mal hin. Leckere Menü-Dinger. Packen wir hier rein. Ich habe das alles gemacht, wie es sein soll. Ich zeige es jetzt mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Und dann kriegt man jetzt auch die Banane da drin. Problem dabei ist bloß, dass ich diese Schlange nicht machen konnte. Ich habe ein Experiment gemacht und dann kackte das Spiel einfach ab. Das ist ein bisschen langweilig. Ich finde es doof, wenn Spiele nicht funktionieren bei einigen Stellen. Also ein, zwei Fehler kann ich verzeihen, aber Harry Potter ist mir jetzt schon wirklich ein paar Mal abgestürzt. Macht einfach keinen Spaß, weil teilweise wird es auch nicht gespeichert zwischendurch. Deswegen ist es wirklich nicht lustig. So, gehen wir auch was weg. Auf. Auch mitnehmen. Dann können wir diese Wasserpumpe bedienen hier hinten. Zack. Los, ich gehe hier rauf, du gehst darauf ran. Dann pumpen wir das Ganze mal hoch. So. 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 Und rausgeschwemmt. So, und was mitnehmen?
auch hier rein. So, und diese Schlange, die man da hinten sieht, die machen müssen, die macht man hier mit. Komm mit, Hermine. So. Was geht's denn? So, jetzt kriegen wir so eine kleine Apparatur, die wir bauen können. Und dann können wir Experimente machen. Und diese Experimente sind eigentlich jetzt easy, wir müssen nur Farben mischen. Das haben wir gemacht, aber es passiert einfach nichts. So, das Buch zeigt uns an. Lila mischen. Also lila, würde ich sagen, ist ja rot und blau. Jetzt mal. Blauchen. So. Was wir damit machen sollen, weiß ich nicht. Ist aber zerstört. Gut. Dann nehmen wir grün. Das ist ja dann blau und gelb. Blau und gelb. Grün, klarer Fall von Grünsucht. Das explodiert selber. Und jetzt machen wir nochmal orange. Und das müsste ja sein rot und gelb, ne? Wenn mich die Farbenlehre nichts anderes lehrt. So. Oh. Mal. So. Jetzt ist sie da. Die war gerade eben nicht da. Natürlich gut. Jetzt können wir die da abgeben und dann können wir uns wahrscheinlich einen Bart wachsen lassen, um dann in diesen Kreis einzutreten. Alterungstrang freigeschaltet. Ist doch gut. So, trinken wir den mal. Ja, klappt anscheinend. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Hätte den kopflosen Nick her. Da längs. Also wir wissen ja alle, dass wir eigentlich keinen Zettel in den Trimagischen Turnierstopf werfen, aber es wird natürlich Harry Potter drin landen. Und der muss dann beim Trimagischen Turnier mitmachen. So ist es leider. Kommt er nicht drum rum? Muss ganz egal sein. Wir wollen ja nicht wirklich mitmachen. Hallo. So. Jetzt kommt die Auslosung. Da ist er, unser Mann fürs Grobe. Aber es kommt noch einer. Wie kann das sein? Jetzt hassen sie es alle, weil sie denken, er hat betrogen. Gut. Harrys, müssen wir gucken, was da jetzt abgeht. Aber naja. Es wird uns auf jeden Fall, der Gute mit dem Auge wird uns auf jeden Fall helfen. Wobei wir auch wissen, dass der mit dem Auge natürlich nicht der Wirkliche ist, sondern der Sohn des... Huch. Der Sohn des Ministers, Zauberministers, der ja ein bisschen verrückt ist. Wenn er mit seiner Zunge schnalzt. So. Und weiter geht's. Okay, sie mögen uns alle nicht. Verständlich. Denn wenn man einen für einen Betrüger hält, den mag man natürlich nicht. Kann ich verstehen. Ich würde die auch nicht mögen. Er geht doch mal aus dem Weg da, du Penner. So. Ab und zu stehen die auch echt im Weg, diese Säcke. Und wir müssen runter zu Hagrid.
Noch ein. So, Cutscene. So, jetzt soll er ihn schon mal die Drachen zeigen. Gegen die natürlich im ersten. Die erste Test des Trimagischen Turniers. So. Warte mal. Holt mal die Kugel raus. Okay. Das ist gut. Jetzt? Okay, hier können wir sie von hier aus kümmern. Doch, können wir von hier aus weiterkriegen? Warte mal, testen wir mal. Okay, die haben sich wieder lieb. Wir gehen weiter. Gehen wir jetzt hier vorbei. Gut, dann machen wir den Griff. Ein gutes Hagrid dabei ist, denn der Hagrid, der kann das Ding ziehen. Und dass wir so einen blöden Trank machen müssen. Was für uns gut ist. So. Okay, kommen wir auch nicht durch, weil da ist der andere Drache wahrscheinlich. Wohl. So durch. So, lass mal fangen hier ein bisschen buddeln. Oh, Entschuldigung. Dumm gelaufen. So, bauen wir nochmal was hier. So, hier kann Hagrid nochmal was ziehen. Ziehen. So, das ist Harry. Komm, Harry. Okay, er steht auf Musik. Rot-Gelb. Ah, warte. Das war richtig. Grün, gelb, blau. So. Grün. Gelb, blau. Das war auch richtig. Und jetzt? Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot. Gelb. Blau. Grün. Ah, schläft er. Super. Okay, gar nicht so schlimm, die Drachen. Oh nein! Shit. Oh nein, schon wieder reingefallen. Was ist das denn für ein Scheiß? Kurz warten. Auch nur, weil der Hagrid in meinem Weg steht. So.
Hä? Bin ich gerade hier? Okay, aber ich habe das Falsche gegossen. Nee. Ach, guck mal. Okay, da muss man ein bisschen Meerwasser haben. Meerwasser nicht, normales Wasser, aber viel mehr von dem Wasser. Ach Mann. Brauchen wir echt einen ganzen Bottich voll Wasser für ein so ein kleines Feuerchen? Was Schönes? Wo können? Da ist auch so ein blauer Drache. Der hat uns die ganze Zeit Feuer eingeheizt gerade eben. Na, guck mal. Okay. Hä? Trifft er nicht? Ah, jetzt. Jetzt. So. Durchlaufen. Ah, kriegen wir nicht ab. Also müssen wir jetzt eine Brücke bauen. Ist ja die Frage wie, ne? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht so, aber wir testen es mal. Oh. Nein, nicht so. Ah. Mal abbauen. Also, so ist richtig, aber. Oh. Warte. Da drüben. Ich glaube, so soll man es garantiert nicht bauen, aber wir können dann jedenfalls vielleicht rüberkommen. So. Hauptsache, wir kommen rüber. Können wir Buddeln hier fangen. So. Drachengehege. Das werden wir uns nächstes Mal anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.